Ihnen jetzt mit dem nächsten Vortrag ICT4D Information und Kommunikation. Okay, danke. Ich möchte euch mal begrüßen zu diesem Vortrag von mir und also mein Name ist Florian Sturm und der Martin Konzett, der auch eben gerade filmt. Und unser Thema ist eben Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklungshilfe. In dem Fall ist der deutsche Begriff eigentlich ein bisschen klarer als der englische, weil Information Communication Technologies for Development könnte man ja irgendwie ein bisschen interpretieren als Softwareentwicklung. Aber es geht um Entwicklungshilfe und es geht eben um das generelle Konzept, das ich heute vorstellen will und um unser Projekt, das wir vor kurzem quasi gelauncht haben und wo wir hoffen, dass wir ein paar interessierte Leute finden. Der Inhalt von unserer, also von meiner Präsentation jetzt, ist einmal die Einführung in diesen Begriff generell. Was bedeutet das? Was ist das Konzept überhaupt? Dann Beispielprojekte, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Eben das Grameen Village von Global Voices Online und One Laptop per Child, das ist eigentlich ziemlich prominent vertreten an diesen Linuxwochen draußen. Stehen ja ein paar von diesen Laptops herum. Und dann eben am Schluss noch unser Projekt, eben ICT4D.at. Unser Ziel und eben der Weg, wie wir das erreichen wollen. Erstens mal eine kleine Begriffserklärung. Grundsätzlich eben dieser englische Kürzel ICT4D steht eben für Information and Communication Technologies for Development. Und wie ich schon gesagt habe, es geht um Informations- und Kommunikationstechnologien, die helfen sollen, die sozioökonomischen Zustände in Entwicklungsländern zu verbessern. Also die sozialen Umstände, die wirtschaftlichen Umstände. Es geht darum, dass es eben in Entwicklungsländern vielen Leuten sehr schlecht geht. Und es wird eben von diversen Institutionen und auch unser Ansatz ist es, dass Informations- und Kommunikationstechnologien sehr viel helfen können in dem Kontext. Und das ist eben eine sehr aktuelle Thematik. Wenn ihr vielleicht die Millennium Development Goals kennt, es geht darum, dass die UNO eigentlich in 15 Jahren die Welt verbessern will, in allen Belangen. Und die sponsert gerade im Moment sehr viel in diese Richtung. Und die glaubt eben auch, dass Technologien sehr viel helfen können, eben in dem Kontext. Und das ist eben auch unser Ansatz. Und wieso wir darauf gekommen sind eigentlich, es geht darum, also die technischen Fragestellungen, die eben mit Informations- und Kommunikationstechnologien einhergehen, werden mit sozialen Fragestellungen verknüpft in dem Kontext.